Liebe Genossinnen und Genossen, ein linker Europaparteitag in Bonn, schön. Ich freue mich sehr, euch im Namen der Linksfraktion im Bonner Stadtrat hier und heute begrüßen zu können. Ich glaube, ich spreche da auch für alle Parteimitglieder aus Bonn und der Region. Ich glaube, ein linker Bundesparteitag im Rheinland, das war überfällig. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, solch kommunalen Grußworte, die lobpreisen häufig die besonderen Reize der gastgebenden Stadt, was es an Sehenswürdigkeiten und anderes hier zu begutachten gibt. Jetzt war ich allerdings selbst lange Jahre Bundesparteitagsdelegierter und ich weiß, wie unsere Parteitagsdramaturgie so ist. Und ich befürchte, dass ja außer diesen mehr oder weniger schönen Hallen und vielleicht noch der Hotelbar abends so viel von der gastgebenden Stadt gar nicht mitbekommen werden könnt. Jedenfalls, wenn ihr eure Delegiertenaufgabe hier wahrnehmt, wovon ich natürlich ausgehe. Vor dem Hintergrund lade ich euch natürlich herzlich ein, besucht diese schöne Stadt nochmal, will aber jetzt an dieser Stelle den Werbeblock hier nicht zu weit führen, weil ihr könnt es an diesem Wochenende eh nicht wirklich wahrnehmen. Ich will ein, zwei politische Dinge sagen und anfangen bei dieser Veranstaltungsstätte hier, dem WCCB. Ich habe eben kurz mit Katina Schubert geredet, die sagte, naja, das WCCB in Bonn, das ist ja sowas wie die Bonner Variante des BER und da ist leider was dran. Wir freuen uns zwar als Bonnerinnen und Bonner, dass wir hier so interessante Veranstaltungen jetzt nach Fertigstellung wie diesen Europaparteitag beherbergen dürfen und vor einigen Monaten auch die Weltklimakonferenz, aber dem ging leider eine ziemliche Leidensgeschichte voraus. Denn die Stadt hatte den Bau und dann auch den Betrieb dieses Objektes erst einem privaten Investor übertragen, wurde von dem lange Zeit am Nasenring durch die Manege geführt, bis sie dann endlich merkte, dass sie letzten Endes einem Betrüger aufgesessen war. Das Objekt dann fertigzustellen, die Scherben zusammenzukehren und hier diese Veranstaltungen zu ermöglichen, ist die Stadt in vielerlei Hinsicht teuer zu stehen gekommen. Die Kosten liegen bei knapp 200 bis 300 Millionen Euro ohne die des laufenden Betriebes. Und was vielleicht noch wichtiger oder schmerzhafter ist, dieses Projekt hat einen Beitrag dazu geleistet, dass in der Öffentlichkeit das Zutrauen gegenüber der öffentlichen Hand Infrastrukturprojekte realisieren und begleiten zu können, auf ein Minimum gesunken ist. Und wir erleben das auch, wenn wir hier über den Sanierungsstau bei öffentlichen Schwimmbädern und anderes reden, dass genau dieses Zutrauen zur Stadt fehlt und was es uns dann auch als Linken schwer macht, hier die notwendigen Maßnahmen einzuleiten. Und ich glaube, wenn wir das Öffentliche verteidigen, dann müssen wir uns auch dafür einsetzen, dass die öffentliche Hand personell und fachlich so ausgestattet ist, dass sie ihre Aufgaben wahrnehmen kann, damit genau das, was hier in Bonn so krachend gegen die Wand gefahren ist, nämlich der Glaube an den Heilsbringer eines privaten Investors, nicht wieder Rückenwind erhält. Aber seid beruhigt, das Gebäude steht, die Technik sollte auch funktionieren. Insofern habt ihr alle Gelegenheit, euch dem Thema Europa zu widmen und wie wir uns zur Europäischen Union stellen. Ich habe die Auseinandersetzung so verstanden, dass es vielleicht weniger auf die Schlagworte ankommt, ob nun Neustart oder Neugründung, sondern dass es im Kern um die Frage geht, ob wir die, glaube ich, bei uns völlig unstreitig gebotene, auch scharfe Kritik an den Fehlern der Europäischen Union, nämlich das in den Verträgen verankerte Primat, die Ausrichtung auf Binnenmarkt, Konkurrenz und Wettbewerb, ob wir diese, glaube ich, völlig unstreitige Kritik verbinden mit einem spürbaren Einsatz zur Reform dieser Institutionen. Ich glaube, das ist ein Punkt, über den ihr hier diskutieren werdet und wo wir unsere Position festlegen müssen. Meine persönliche Befürchtung ist, dass aus den Trümmern einer einmal zerschlagenen Europäischen Union nicht unbedingt ein fortschrittliches und linkes Projekt erwachsen würde, weshalb ich mir persönlich wünsche, dass wir in diesem Europawahlkampf auch mit einer konstruktiven Haltung zur Europäischen Union tätig werden, was in keiner Form in Abrede stellt, scharfe Kritik an ihr zu äußern, sondern diese scharfe Kritik geradezu voraussetzt. So. In dem Sinne bin ich gespannt, welche Entscheidungen ihr treffen werdet, inhaltlich und personeller Art. Ich wünsche euch ein gutes Händchen dabei, dass ihr weise Entscheidungen trefft und damit die Grundlage dafür bietet, dass wir in Bonn und im gesamten Land als Partei aktiv und engagiert in diesen Europawahlkampf starten können, damit wir von hier aus auch einen Beitrag dazu leisten, dass es keinen Rechtsruck in Europa gibt, sondern im Gegenteil, dass die Linke im Europäischen Parlament von Deutschland aus und darüber hinaus gestärkt wird. In dem Sinne euch viel Erfolg, einen guten Verlauf und dass ihr hoffentlich auch positiv an den Bonner Parteitag zurückdenkt. Danke sehr.
Applaus